Bin wieder da. So. Nicht das, was ihm da erstickt. Basim riecht jetzt schön nach Rose. So. Wir sind genau mittig zwischen den beiden historischen Städten. Mach das, Susi. Ich mach auch gleich aus. Ich hole noch die zwei historischen Städten. Und dann dann reicht's tatsächlich. Und viel Spaß aber mit Cyberpunk. Und bis Sonntag. Spätestens, also wir hören uns vorher noch. Okay, das klang wie eine Drohung. Das sollte nicht so klingen. Hier ist der Zoo, der Flamingo-Zoo. Danke, Susi, dir auch. Wir kürzen ab, wir gehen hier nochmal hoch. Hier ist einfach ein Ofen an und niemand ist da. Wer bewacht bitte schön das Feuer? Hä? Basim, kannst du hier um die Ecke gehen? Nee, kannst du nicht, ne? Ich muss hier nicht hoch, ich muss hier hinten hoch. Das Haus ist aus Stein, da brennt nichts. Ah, es gibt auch Feuerstein. Die brennen dann. Also die machen Funken auf jeden Fall. Der ist tot. So, wir haben in dem Stadtbezirk alle historischen Städten. Es fehlt ein Rätsel, ein Buch und eine Truhe. Okay, die Truhe ist hier. Das Problem ist, die Wachen sind wieder da. Ich habe da vorhin nicht drauf geachtet, als wir mit der Mission hier waren. Das wird mir tatsächlich bei einigen Sachen so gehen, dass ich nochmal in Gebiete muss, wo ich schon war und jetzt wieder alle Wachen da sind. Ja, was ist kann ich ja nichts dafür. Es ist ein Fakt. Kannst du gerade auf YouTube alte Folgen gehen? Oh, genial daneben. War so eine gute Sendung. Gibt's, glaube ich, nicht mehr, ne? Und wenn dann nur noch so sporadisch. Aber genial daneben. Oh, die Wachen sind gar nicht zurück. An den komme ich ja nicht ran, weil hier ist ein Zaun. Da kommt man nicht hoch.
Ja, daneben mit Hugo, Egon, Walder. Hier sind die Wachen wieder da. Ich gehe in die Hocke und die Kamera ist so... So. Eine Runde Karussell. Ich war mehr so RTL Samstagnacht. Nee, also ich muss tatsächlich sagen, ich fand RTL generell blöd. Ich war immer so ein Sat1-Kind. Ja, cool, die Kiste ist unter mir. Okay. Wir haben die Kiste. Was fehlt uns jetzt noch? Ein Rätsel und ein Buch. Das Rätsel ist hier. Sperrgebiet. Oh ja, die Camper und Ritas Welt. Bin ich dabei, Julia. Das war echt auch gut. Mach keinen Aufstand. Melde sich im Haus der Weisheit. Ich habe auch Hausmeister Krause und sowas geguckt. Und bei Star Trek und so, muss ich sagen, bin ich ein bisschen raus. Warum kann ich hier jetzt gerade nicht schnell reisen? Zu nah am Sperrgebiet bin? Warum ist die Ansicht so komisch? Warum habe ich so einen komischen, verschwommenen Rahmen? Doch, Hausmeister Krause fand ich ganz gut. Also ich habe wirklich viel, ich habe viel Sat1 geguckt. Wobei, Ritters Welt und so, das war auf RTL. Ich habe auch früher GZSZ geguckt, aber ich weiß nicht, irgendwie finde ich Sat1. Hört her, Bürger Bagdads! Der Krieg ist erfreut, eine spannende neue Theorie des Erdens. Warum ist denn mein Bild so, wie es ist? Das ist doch so nicht richtig. Thank you.
denkst, wir brauchen eine Brille? Ja, oder ich? Wie war das gerade buggy, weil ich konnte auch keine Schnellreise benutzen. So ist besser. Nein, das war am Rand so... Als hätte ich so einen Fokusblick. Also das war... Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das war so... Wie so eine Vignette. Ich glaube, es hat sich irgendwie verbuggt, als ich entdeckt wurde oder so. Deswegen konnte ich keine Schnellreise nutzen. Owen hat die Augen zu. Deswegen hat er nichts gesehen. Ob wir jetzt so einfach an das Rätsel rankommen. Warst du schon bei Abdullah? Hey, hallo. Hey, Moment. Die Vorlesung des Meisterheilers Al-Kindi am Ufer. Der ist dort auf dem Balkon. Hä? Achso, das ist nur zum Runtersliden. Okay, da halten wir uns halt einfach nicht fest. Ich hasse es. Das war knapp. Gefunden. Ein Bogen um Türen, da könnte eine Assassine drauf sitzen. Ja. So, jetzt fehlt bloß noch das Buch. Ah, das ist hier drin. Aber da müssen wir ja mit sowieso mit der Quest hin. Dann holen wir das auch Sonntag. Cool. An so einem Turm soll das der Turm sein, wo wir das Feuer entzündet haben mit Ali? Ja, oder? Dort, wo wir mit dem Küchenmeister mitgegangen sind, weil da war doch auch so ein Übungsplatz davor. Aber wo war das?
Ja, wo war das? Irgendwo war's. Wir gucken am Sonntag. Die Rätsel müssen wir ja rein theoretisch nicht lösen. Die Rätsel müssen wir nur einsammeln. In Alkar fehlt auch nur das eine Rätsel. Und 4 Truhen. Hier fehlen 4 Truhen und eine historische Stätte. Im Anfangsgebiet fehlt noch voll viel. Könnte meine Zeichnung sein? Ja, meine auch. Und hier fehlt auch noch ein bisschen was. Aber die Wildnis ist halt auch groß. Ja, also wir machen Didde hier am Sonntag. Ich gehe noch schnell dahin zurück. Ich kann gerade wieder mal nicht schnell reisen, weil ich in einem Sperrgebiet bin. Dass ich sonst Sonntag nicht mehr weiß, wo ich hin muss. Dass man bei Händlern Dinge verbessert, ja. Ich finde es halt auch... Also hast du jemals das Aussehen von einer Waffe von dir geändert? Ich finde, ja, du hast zwar das Schwert ja an dir baumeln, aber ganz ehrlich... Mir ist das doch egal, wie das Schwert aussieht. Und dafür musst du ja auch Geld bezahlen. Für diese Aussehensverbesserung von deinem Schwert. Das finde ich auch ein bisschen überflüssig. Also ich brauch's halt nicht. Hätte ich mir noch mehr Auswahl an Monturen, also Monturen an sich, die mit ihren Eigenschaften, das ist ja okay, aber ich hätte mir noch mehr Vielfalt gewünscht, wie ich das modifizieren könnte. Du hast ja auch nur so gefühlt 3 verschiedene Farbschemata, die du nutzen kannst. Ist auch ein bisschen langweilig. Aber gut, vielleicht ist man da auch ein bisschen verwöhnt von anderen Teilen. Aber ja, das Aussehen von meiner Waffe verändern brauche ich jetzt nicht unbedingt. So. Dann sind wir jetzt aber da. Ich hoffe, dass das Spiel klein ist, finde ich so... Ja. Gut, wenn ich mal so überlege... Ich mochte ja Assassin's Creed Syndicate auch. Da gab es ja, glaube ich, gar nichts weiter an Klamotten zum Umziehen und so. So. Wir haben gespeichert.